Hallo liebe Online-Händler, herzlich willkommen hier auf dem Build Your Life Channel. Heute widmen wir uns mal dem Thema PPC-Strategie und zwar direkt auf Amazon. Das heißt für alle Leute, die Amazon FBA-Händler sind oder das Ganze gerne werden möchten oder allgemein noch Probleme haben oder Wissenslücken im Bereich Marketing direkt auf Amazon, sollten sich dieses Video extrem genau anschauen. Am besten nehmt ihr euch einen Stift und Papier dazu, damit ihr einfach mal alles mitschreiben könnt und eben auf dem aktuellen Stand seid. Dieses Video ist jetzt sehr, sehr aktuell gerade, denn momentan ist einfach der Fall, dass Amazon sich so ein bisschen entwickelt, ja, zu einer Marketingplattform. Denn die machen momentan extrem viel, investieren vom Konzern her extrem viel da in die Weiterentwicklung. Es passieren extrem viele Sachen und es ist auch mittlerweile einfach so, dass es wichtig ist, um auf Amazon wirklich erfolgreich zu werden als Händler, dass du dich genau mit diesen Dingen auskennst. Denn USP-technisch etc., da arbeiten alle mit, das kann fast jeder, aber wirklich gute, zielgerichtete PPC-Kampagnen schalten, eine richtige Strategie dafür entwerfen, das können die wenigsten, das ist immer noch so. Und deswegen ist dieses Video auch extrem wichtig. Zunächst einmal kann ich zwei wichtige Dinge vorwegnehmen. Die allerbeste PPC-Strategie bringt nichts, solange du kein schönes Listing und ein verkaufsförderndes Listing hast. Denn der Sinn einer PPC-Strategie ist es natürlich wirklich, kaufbereite Kunden auf dein Listing zu locken. Aber wenn dein Listing schlecht ist, dann wird auch keiner kaufen. Auch nicht mit der besten Strategie. Also auch Preise, Bewertungen und Listing sind extrem wichtig für den Erfolg deiner PPC-Strategie. Und zweitens, es gibt keine allgemeine PPC-Strategie. Für jedes Produkt kann man eine einzelne oder am besten geeignete Launch-Strategie entwerfen, PPC-Strategie und so weiter. Das bedeutet, dieses Video ist allgemein gehalten, das heißt, es ist so eine allgemeine Orientierung und ich denke, für jeden, der dann darauf basierend wirklich seine Strategie für sein Produkt entwerfen kann. Okay, fangen wir einfach mal an. Wie gesagt, das Video ist jetzt im März 2019, Mitte März 2019. In ein, zwei Jahren wird dieses Video auf jeden Fall nicht mehr so aktuell sein. Zum Beispiel dieser grüne riesige Balken hier oben, den gibt es erst seit ein bis zwei Monaten, die Portfolios. Und damit können wir auch direkt mal anfangen. Also bisher ist das Portfolio, könnt ihr euch so vorstellen, das macht das Ganze einfach übersichtlicher, einfacher, eure Kampagnen zu steuern. Amazon hat einfach eine Instanz sozusagen integriert in ihre Werbekampagnen, in den Manager, dass ihr sozusagen eure späteren Anzeigen, die wir jetzt hier unten drin dann einfassen können, die könnt ihr jetzt unter einem Portfolio zusammenfassen, zum Beispiel zu einem Produkt. Okay, das macht das Ganze also einfacher. Ich könnte mir gut vorstellen, dass hier auch bald noch so ein Überportfolio drin kommt. Das bedeutet, man hat dann sozusagen noch eine Instanz darüber, wo man dann mehrere Portfolios machen kann. Bisher war es immer so, dass man nur automatisch, manuelle bzw. einfach direkt die Kampagnen speichern konnte. Jetzt kann man das Ganze im Portfolio machen und eine extrem geniale Sache, man kann im Portfolio schon direkt ein Budget festlegen. Das heißt, hier könnt ihr schon ein maximales Budget festlegen, was alle Kampagnen später in diesem Portfolio maximal wirklich an einem Tag ausgeben dürfen. Und das ist auch das erste Mal der Fall, dass dieser Preis wirklich reell ist oder wirklich eingehalten wird von Amazon. Denn später in den Kampagnen selbst kannst du auch nochmal etwas anwählen. Zum Beispiel, okay, 10 Euro am Tag für diese automatische Kampagne jetzt zum Beispiel. Und dann wird es aber sein, dass Amazon mal 15 Euro ausgibt, mal geben sie nur 5 ein aus pro Tag, dass das eben ungefähr durchschnittlich bei 10 Euro liegt. Bei den Portfolios ist das erstmal so, dass es wirklich genau bei 35 Euro, je nachdem wie ihr das dann festgelegt habt, aufhört. Natürlich kann das nicht genau bei Punkt 35, sondern wird dann wahrscheinlich bei 34 noch was aufhören. Also dieses Portfolio ist die Basis und dann in diesem Portfolio gibt es zwei Kampagnentypen, die ihr erstellen könnt. Und zwar sind das einmal die automatischen Kampagnen und die manuellen Kampagnen. Eine automatische Kampagne ist so aufgebaut, dass Amazon entscheidet, wo deine Werbung bzw. wo dein Produkt platziert wird. Das heißt, auf welchen Suchergebnisseiten, nach welchen Keywords oder bei welchen Keywords und auf welchen Produktlistings, Produktangebotsseiten, Detailseiten direkt. Denn ihr wisst ja, wo erscheint Amazon Werbung? Einmal natürlich in den Suchen, meistens ganz oben oder eben auch ganz unten und eben direkt auf Produktdetailseiten von Konkurrenzseiten. Und auch da
kann man Anzeigen schalten. Die automatische Kampagne ist eine Kampagne, die viele total verabscheuen, wo man erstmal sagt, nein, um Gottes Willen, ich will keine automatischen Kampagnen, die kosten nur Geld, da ist der Akkus etc. viel zu hoch. An dieser Stelle übrigens mal, diese Begriffe, die jetzt auch gleich ein bisschen fallen werden, CPC, Akkus, Conversion Rate etc. Wenn du wissen möchtest, wie viel kostet dich PPC, wie kannst du wissen, wie viel das Ganze ungefähr kostet, dann schau dir jetzt mal das Video an, was ich dir oben in der Videobeschreibung verlinke. Da habe ich ein sehr, sehr ausführliches Video schon zu gemacht. Das kann ich dir nur empfehlen. So, also automatische Kampagnen sind so unglaublich kostspielig. Erstmal kann ich hier etwas sagen. Ganz zu Beginn, wenn wir sozusagen das Ganze anfangen, wenn wir noch nichts optimiert haben, wird die automatische Kampagne in den meisten Fällen sogar günstiger sein als die manuelle. An sich finde ich die automatische Kampagne auch ganz gut. Ich würde auch immer dazu raten, wirklich die automatische Kampagne vom Anfang an, da vielleicht noch mit ein bisschen mehr Budget, später mit ein bisschen weniger, aber immer laufen zu lassen, weil man da erstens super interessante Keywords mitfindet. Okay? In der manuellen Kampagne findet man auch noch neue Keywords teilweise, aber in erster Linie wirklich im automatischen. Und was ich am allerinteressantesten finde, das ist jetzt nicht mehr so wichtig, aber früher war es eben nur durch die automatische Kampagne möglich, auch Werbeanzeigen auf den Detailseiten anderer Produkte zu platzieren. Und diese Werbung ist eben wirklich extrem wichtig, extrem gut, denn jetzt zum Beispiel, wenn du eben dein Produkt verkaufst, sagen wir einfach mal wieder, es ist das Campinggeschirr-Set, dann googelt jetzt jemand vielleicht und ist zum Beispiel jetzt auf einem Produktlisting von einem Typen, der verkauft eine Pfanne fürs Camping, also eine Campingpfanne oder einen Campingtopf, und dann sieht er aber unten direkt dein Produkt, okay, da hat jemand ein ganzes Set, ich brauche ja das ganze Set, ich brauche ja ganz viel, da muss ich mich nicht darum kümmern und kaufe dann dein Set. Deswegen ist es so wichtig, dass man da eben Sichtbarkeit bekommt und kann damit wirklich sehr, sehr gut Kunden generieren. Jetzt ist das aber auch in der manuellen möglich, dazu gleich mehr. Wie sieht das Ganze aus, automatische Kampagne, wie sollte das budgettechnisch sein? Ich habe hier mal versucht, das Ganze ja optisch darzustellen, also ganz am Anfang würde ich sagen 50-50, später so ja ein Drittel, vielleicht auch nur ein Viertel in die automatische Kampagne. Wenn ihr seht, die manuelle läuft viel, viel besser, dann könnt ihr natürlich auch sagen, okay, automatisch mache ich jetzt noch 10% oder 5% meiner täglichen Werbeausgaben. So, unter der automatischen kommt im Grunde genommen nichts mehr. Automatisch ist eben automatisch. Ihr könnt hier keine Klickpreise festlegen, nur das Standardgebot ganz normal. Und ja, also standardgebotstechnisch, was empfehle ich da? Das ist natürlich auch wieder von Produkt zu Produkt unterschiedlich. Amazon wird euch da auf jeden Fall was vorschlagen. Ich würde sagen, mal ganz am Anfang auf jeden Fall lieber ein bisschen höher probieren. So 1-2 Cent über dem, was Amazon da so vorschlägt, damit ihr wirklich die Chance habt, bei allen Keyword-Anfragen ein Produktlistings angezeigt zu werden, um möglichst viel Sichtbarkeit zu bekommen, weil das eben ganz am Anfang sehr, sehr wichtig ist. Okay, damit ihr dann auch in den Rankings aufsteigt. So, ansonsten ja, ist bei der automatischen eigentlich nichts einzustellen, beziehungsweise geht auch nichts einzustellen. Kommen wir zur manuellen. Und die manuelle ist eben, ja, hier auch etwas größer dargestellt und auch etwas komplexer. Also erst einmal unterscheiden wir bei der manuellen Kampagne mittlerweile, das ist jetzt auch neu, zwischen dem Keyword-Targeting, also du gibst sozusagen Keywords ein und zu diesen Keywords wird Werbung auf den Suchergebnisseiten in erster Linie zu deinem Produkt geschaltet, oder dem Asien-Targeting. Das ist das zweite. Wir haben also im Grunde genommen hier zwei Möglichkeiten. Einmal das Asien-Targeting. Asien-Targeting ist dann direkt auf die Produktlistings der Konkurrenz oder interessanter Produkte, von den Produkten ihr gerne Traffic bekommen wollt. Das heißt in erster Linie auf Detailseiten, aber auch teilweise auf den Suchergebnisseiten, auf denen eben die jeweiligen Asiens eurer Konkurrenz, die ihr dann da eintragen könnt, auch angezeigt werden. Asien und Keywords. Bei den Asiens habt ihr auch noch einmal zwei Untermöglichkeiten, die können wir nochmal ganz kurz hier hinschreiben. Und zwar könnt ihr manuell Asiens eingeben, also einfach ihr geht her, sucht mal nach eurem Keyword, nach eurem Hauptkeyword zu eurem Produkt, schaut euch an, okay, was gibt es da für Konkurrenten, wo ist vielleicht viel Traffic, von welchen Konkurrenten erhoffe ich mir persönlich, dass wenn Leute da zum Beispiel draufklicken, danach vielleicht auf meins gehen und kaufen. Besonders sind das natürlich Konkurrenten, die vielleicht nicht so eine gute Bewertung haben, oder einfach wenn du ein Produkt hast, was dieses Produkt ganz gut ergänzen würde. Das muss also gar nicht unbedingt genau das Produkt sein, was du auch verkaufst.
Besonders in dieser Hinsicht, wo ich das nicht unbedingt schalten würde, wäre vielleicht bei den absolut Produkten, die du einfach nicht schlagen kannst, auch von der Qualität her nicht. Bei den Produkten wird es relativ unwahrscheinlich, dass Leute dann auf deine Listings angehen. Was natürlich auch sein kann, ist, dass du zum Beispiel ein sehr, sehr günstiger Anbieter bist. Dann würde ich auch nicht unbedingt bei den allerteuersten Listings das Ganze schalten, weil die Leute dann meistens eher bereit sind, auch mehr Geld auszugeben und deswegen dein Produkt uninteressanter für die wird. Aber das ist von Produkt zu Produkt unterschiedlich. Es kann auch sein, dass genau es andersrum ist. Der ist jetzt gerade auf einem Listing, was extrem teuer ist und würde lieber für weniger Geld das Produkt einkaufen. Ist natürlich klar. Sowas sage ich ja, das muss man dann individuell pro Produkt festlegen. Also es gibt einmal die manuellen und dann gibt es das Ganze nach Kategorie. Hier findest du zum Beispiel jetzt deine Kategorie eingeben. Zum Beispiel bei Campinggeschirr wäre das dann Sport, Freizeit, Camping, Outdoor und dann glaube ich Kochgeschirr oder sowas. Nagelt mich da jetzt nicht fest auf der Kategorie, aber dann könntest du genau für Produkte, die sich in dieser Kategorie befinden, da würden dann halt Werbung geschaltet werden auf den Detailseiten und eben aber auch teilweise auf den Suchergebnisseiten. Hier CPC deutlich geringer als bei den Keywords, zumindest ist das in der Regel so. Das liegt auch daran, dass allgemein auf den Produktdetailseiten der Traffic nicht ganz so stark konvertierend ist wie auf den Suchergebnisseiten. Das liegt erstmal daran, dass deine Anzeigen hier nicht unbedingt immer auf Produkten liegt, wo der Kunde sich auch für dein Produkt interessiert. Und zweitens ist das so, wenn der Kunde schon da unten viele sucht, dann klickt er meistens auf mehrere Listings und klickt sich so ein bisschen durch. Da kann man mal Glück haben, aber die Conversion Rate ist in der Regel bei den Keywords, bei den Suchanfragen wirklich höher. So, aber auch das wieder unterschiedlich und individuell. So, jetzt im Keyword-Targeting. Da haben wir auch zum Beispiel im Buch, ist es ja schon erklärt, jetzt verschiedene Keyword-Typen, für die wir Kampagnen schalten. Und zwar haben wir den breitgefassten, also den Broad, den Phrase und den Exact Match für die Keywords. Das bedeutet, beim Broad ist das Keyword sozusagen breit gefasst. Wenn du jetzt zum Beispiel bei Campinggeschirr als Keyword in die Kampagne eingibst, Campinggeschirr, dann würde auch Amazon eine Anzeige geschalten, wenn da steht, wenn der Kunde sucht, Campinggeschirr Edelstahl. Okay? Bei Phrase zum Beispiel muss das Keyword wirklich so, wie du es eingegeben hast, mindestens einmal drin sein. Es können aber auch noch Wörter vorne und dahinter etc. drumherum stehen. Beim Exact Match muss das Keyword, was du in die Kampagne eingibst, 1:1 dem Keyword entsprechen, was der Kunde in die Suchanfrage eingibt. Hierbei unterscheidet Amazon nicht bei Rechtschreibfehlern zum Beispiel, das ignorieren die. Das heißt, wenn jemand jetzt zum Beispiel Camping mit K am Ende schreiben würde, bei Campingbesteck, wie auch immer das passiert, aber es kann natürlich mal passieren, dann würde deine Anzeige trotzdem geschaltet werden, okay? Oder auch Einzahl und Mehrzahl wird nicht unterschieden. Genau, also noch einmal ganz kurz, ich glaube, ich hatte es gerade zu Broad nicht gesagt. Broad, breit gefasst, bedeutet einfach, dass dein Keyword irgendwie die Wörter, die da mit drin sind, die müssen irgendwo vorkommen. Davor, dahinter, dazwischen können andere Keywords noch stehen und trotzdem wird dein Produkt geschaltet. So, und jetzt, welche dieser drei Keyword-Typen machen wir? Ganz am Anfang. Ich habe mir jetzt mal eben kurz einen neuen Stift geholt, damit wir hier wieder schön das ganze Bunte behalten können. Ganz am Anfang wirst du erstmal 100% Broad machen in den Keywords, okay? Das heißt, Broad ist der breitgefasste. Warum der breitgefasste? Das liegt einfach daran, dass du noch gar nicht ganz genau weißt, wie suchen die Kunden nach deinem Produkt. Nach 2 Wochen, das geht dann in die Optimierung schon, dazu wird es nochmal ein eigenes Video geben, denn die Optimierung an sich ist natürlich auch nochmal ein riesiges Thema. Das ist erstmal so, wie setze ich so eine PPC-Kampagne eben auf, und im Broad wirst du dann wirklich sehen in den Werbeberichten, okay, zu welchen Keywords, welche Stichpunkte wirklich konvertiert mein Produkt, zu wen habe ich die besten Click-Through-Rates, die besten CTRs, und deswegen hier nur Broad. Vom Phrase-Typ mache ich gar keinen Gebrauch, das ist auch bei den meisten FBA-Händlern so, also die meisten Leute nutzen Broad und Exact. In der Regel wirklich empfehle ich euch hier wirklich erstmal mit dem Broad
anzufangen. So, hier gibst du jetzt einfach alle Keywords ein, die du in deiner Keywordliste zusammengefasst hast. Wenn du Hilfe brauchst bei der Keyword-Recherche, die Keyword-Recherche ist, und viele Leute nehmen das nicht so ernst, mit das Wichtigste überhaupt Marketing. Für eine gute Kampagne, allgemein für ein gutes Listing, ihr könnt ja auch Keywords im Backend auf Amazon eingeben, ist es unverzichtbar, wirklich eine sehr, sehr ausführliche und auch professionelle Keyword-Recherche durchzuführen. Wer da Hilfe bei braucht, ich biete das Ganze auf Fiverr an, da könnt ihr das Ganze buchen. Geht los, ab $40 ist wirklich extrem günstig, wenn ihr euch mal vorstellt, was man da für einen Mehrnutzen wirklich bei den Kampagnen alleine schon im organischen Ranking hat. Das können teilweise 40, 50 Dollar mindestens oder Euro mindestens am Tag mehr Umsatz sein. Kommt natürlich auch hier wieder aufs Produkt an und auch darauf natürlich, wie gut du das Ganze selber machen kannst. Aber auf jeden Fall eine Sache, die sehr, sehr interessant sein kann für dich, wenn du da noch Hilfe brauchst oder wenn dein Produkt eben noch nicht so läuft, wie du dir das Ganze wünschst. So, jetzt haben wir diesen Broad und eben nach 2 Wochen werden wir schon mal sehen, okay, das Ganze, welche Keywords werden oft gesucht, wo haben wir eine hohe CTR, wo haben wir eine hohe Conversion Rate, wo sind die Klickpreise vielleicht so, dass wir da wirklich Gewinn machen und unsere Kampagne vielleicht sogar schon profitabel läuft. Und dann machen wir eben das Ganze so, ja, halbe. Ich mache jetzt einfach mal hier, das schreibe ich da jetzt nicht mehr rein. Und dann haben wir hier eben den Exact Match. So, jetzt müssen wir mal schauen, dass wir das hier noch mit drauf kriegen. Den Exact Match hier unten und hier eben den Broad. Okay, die Broad Keywords können wir auch teilweise vielleicht sogar austauschen bzw. entfernen, wenn sie wirklich gar nicht konvertieren, gar nicht geklickt werden oder viel zu teuer sind. Dann empfehle ich euch erstmal die Klickpreise zu senken, eventuell auch bei Keywords, die extrem gut laufen, Klickpreise zu erhöhen. Und hierbei können wir natürlich dann auch schon sehen, später, das könnten wir jetzt hier noch vielleicht irgendwo ergänzen, beziehungsweise ich sage es jetzt einfach mal, weil es hier nicht so gut hinpasst, dass wir die Negativliste, also man kann ja eine Negativliste anfertigen, dass ihr die sozusagen mit den Keywords auch füllt, die wirklich ja überhaupt nicht auf euer Produkt in eurer Kampagne angesprungen sind, wo du wirklich siehst, okay, hier hatten wir entweder gar keine Klicks, also gar keine CTR-Rate oder überhaupt keine Conversion-Rate, das heißt manchmal aber wirklich Keywords, da hat man eine extrem gute Click-Through-Rate, man hat irgendwie, weiß ich nicht, 20% zum Beispiel, aber dann macht man irgendwie auf 50 Klicks oder so, macht man nur einen Verkauf und das heißt, die Conversion Rate ist im Grunde genommen unterirdisch und genau bei diesen Sachen ist es eben extrem wichtig, dass du dann siehst, okay, irgendwas muss da mit den Keywordern nicht richtig sein, beziehungsweise wenn du dann Muster erkennst zu bestimmten Keywordern, gibt es einfach nicht die Resultate, die du dir erwünscht, die du haben möchtest, oder es sind einfach extrem viel schlechtere Ergebnisse als bei den anderen Keywords, dann kommen diese Keywords auf die Negativliste, okay? Und so ist so eine PPC-Kampagne am Anfang meistens aufgebaut. Also Portfolio jetzt mittlerweile ganz oben, automatische Kampagne, da gibt es nicht viel zu tun. Dann eine manuelle Kampagne, das Asien-Targeting würde ich mit etwa einem Drittel, also ihr könnt jetzt hier, hier im Asien-Targeting sozusagen in den einzelnen Kampagnen noch einstellen, wie viel Geld ihr dafür dann ausgeben möchtet. Das Ganze ist natürlich gedeckelt durchs Portfolio. Und da würde ich so maximal ein Drittel für die Asien-Targeting ausgeben. Auch hier liegt es wieder ein bisschen am Produkt, aber das meiste erstmal für die Keywords. Und in dieser Kampagne sozusagen, in dieser manuellen Kampagne zu den Keywords, habt ihr dann 2 Anzeigegruppen. Einmal die Broad und einmal die Exact-Kampagne. Okay, rein theoretisch könntet ihr das auch in eine Kampagne natürlich einfassen und einfach die Keywords jeweils hinzufügen. Ich finde es so aber übersichtlicher, auch gerade wenn ihr euch später die Berichte holt, habt ihr da deutlich weniger Arbeit mit. Und dann sollte das Ganze auch so erstmal laufen, seid nicht irgendwie panisch oder so. Ihr habt am Anfang vielleicht einen A-Kost von 30-40%, um Gottes Willen. Ich habe ja nur mit 10-15% Werbung rechnet auf die ersten 1-2 Wochen. Kann das mal passieren. Ich sag mal so, normalerweise fängt man so an. Es kommt auch aufs Produkt natürlich wieder total drauf an, dass man so zwischen 25-35% liegt im A-Kost. Manchmal ist es sogar geringer und dann so spätestens nach 3-4 Wochen sollte das Ganze eigentlich unter 20% sein mit den ersten Optimierungen. Die automatische Kampagne zum Beispiel lernt ja auch selbst ein bisschen dazu, also da wird sich mit der Zeit so
noch 5, 6, 7% wird es wahrscheinlich runtergehen von der ersten oder den ersten 2 Wochen. Jetzt noch eine interessante Sache, die ich ganz, ganz wichtig finde für die Strategie, vor allen Dingen auch ganz am Anfang für die Anfänger oder für die Leute, die gerade ihr Produkt launchen. Und zwar ist das das Insgesamtbudget. Was sagst du denn, Niklas, was sagst du denn uns, wie viel Geld soll ich ausgeben? Das hängt auch maßgeblich mit eurem Produkt zusammen. Allerdings habe ich hier so ein paar Kennzahlen. Also mindestens 20 Euro am Tag. Wirklich mindestens 20 Euro, gerade am Anfang. Ihr braucht einfach extrem viel Sichtbarkeit, um überhaupt erstmal zu ranken vernünftig, okay? Das ist ganz, ganz wichtig. Das heißt mindestens 20 Euro wirklich bei Produkten, die sich sehr, sehr gut verkaufen und etwas teurer sind, sagen wir mal über 40 Euro, würde ich dazu raten, etwas mehr Budget zu benutzen. Also mindestens so 30, 40 Euro, da das Budget da sonst relativ schnell aufgebraucht ist. Okay, die Klickpreise an sich sind natürlich höher, weil die Revenues auch höher sind. Und wenn ihr da sozusagen nicht genügend Geld habt, dann wird eure Kampagne relativ früh sozusagen die Budgetgrenze erreicht haben. Und dann könnt ihr hier auch weiterhin keine Anzeigen schalten, verliert eben die Sichtbarkeit. Deshalb da ganz wichtig, ein bisschen mehr zu machen. Ansonsten will ich es einfach mal ausprobieren. Erstellt mal die manuelle Broad-Kampagne und dann sagt Amazon euch meistens so einen Wert oder ihr werdet jetzt auch schon nach 2, 3, 4 Tagen sehen, was so empfohlen ist, dass ihr sozusagen über den ganzen Tag wirklich Werbung schalten könnt. Und das würde ich dann auch einfach mal als Budget nehmen für den Anfang. Wenn ihr seht, okay, ihr verbrennt extrem dein Geld, es passiert irgendwie gar nichts, schreibt mich an, haut mich an auf Fiverr, Link ist oben in der Beschreibung, wegen der Keyword-Recherche. Ansonsten, ja, ist das so eine Sache, keine Kampagne ist jemals optimal, alles wird optimiert und am Anfang ist sie natürlich überhaupt nicht optimal, deshalb macht euch keine Sorgen, wenn der ARKOS am Anfang mal ein bisschen höher ist, ist ganz normal. Wichtig ist, dass ihr seht, dass Verkäufe reinkommen, okay? Wenn ihr nicht verkauft, obwohl ihr Kampagnen schaltet, obwohl ihr Klicks macht auf der Kampagne, dann liegt das in erster Linie nicht an der Kampagne selbst, sondern meistens einfach an dem Listing, an den Bullet Points, an den Bildern, an den Bewertungen, am Preis, wie auch immer. Also hier wirklich aufpassen, dass ihr da gut aufgestellt seid. Dann mache ich mir keine Sorgen, denn umso höher die Conversion Rate ist, ich habe zum Beispiel neulich mal jemanden gesehen im Coaching bei mir, der hatte wirklich eine unterirdische Kampagnenstrategie. Also das war wirklich, wirklich schlecht, auch mit den Klickpreisen etc. Entschuldigung an dieser Stelle, Max, wenn du siehst. Alles ist gut, du hattest ja trotzdem einen super geringen ARKOS und das lag daran, dass das Listing so viel besser war, das Produkt hat einen USP geboten, das war einfach gut gemacht sonst und deshalb war der ARKOS auch, glaube ich, bei 17% oder so nur und das, obwohl das Produkt gerade mal seit 2,5 Wochen auf dem Markt war. Also ihr seht, es ist extrem wichtig auch, dass man ein gutes Listing hat und ein gutes Listing mit einer guten Kampagnenstrategie. Damit wird dann richtig Geld verdient und das ist das, wo wir auch alle hinwollen. Deshalb abonniere den Channel, wenn du Bock hast, mehr Informationen rund ums Thema PPC, rund ums Thema Amazon FBA zu bekommen. Schau dir die Schritt-für-Schritt-Anleitung an, wenn du sie noch nicht gesehen hast und ein bisschen Zeit mitgebracht hast. Und ansonsten sehen wir uns sicherlich wieder. Bis zum nächsten Mal und ich wünsche euch ganz viel Erfolg in der Umsetzung. Haut rein, Leute. Ciao.